weiß schon wieder, wie das gelaufen ist. Und ich sagte, naja, bevor wir das Zeug einpacken, können wir noch fix Wodka trinken. Ja. Oder zwei oder drei. Und daraus wurden dann wieder 15. Hitten. Mopcho. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wie ihr hört und ihr seht, zu mal wieder einer Runde Let's Play War Thunder mit mir, dem Michael Cooper und dem leichten weibliche Sekundär-Geschlechtsmerkmale fixierten TH. Es ist schon etwas spät für TH, denn wir müssen jetzt, wenn das rauskommt, bin ich nämlich schon mit Arbeit, muss ich wegen arbeitstechnisch woanders hinten Richtung Bodensee und so ein Scheiß. Und deswegen kann ich natürlich nicht mit dem TH zocken, deswegen müssen wir ein bisschen vorproduzieren hier, ne, TH. Und da dachten wir, es sind Panzer dran, aber wir müssen nicht ständig die deutschen Panzer haben, die ist klar, muss ich ein bisschen weiter forschen. Aber wir machen jetzt mal hier den russischen, sowjetischen Baum. Da hatte ich mal ganz am Anfang ein bisschen was gemacht, TH. Sag es mal, hallo, ich quatsche schon wieder viel zu viel. Hallo? Ja, TH. Hallo? Okay, dann schnicken wir mal rein. Ich bin hier, meine Webcam, ich habe immer noch nicht die richtige Software gefunden. Also, jetzt ist die, hat die irgendwie einen Grünstich. Ich habe jetzt an den Einstellungen rumgefriemelt. Jetzt hat die einen Grünstich. Ich krieg die Krise. Egal, mal sehen, was noch draus wird hier. Das ist, wenn man so eine, es ist zwar eine gute Webcam, aber irgendeine Firma, die jetzt, weiß auch nie. Naja. Gut. Guck, hör mich hin, wer sich der Älteste. Was? Was? Ey. Ich hab bloß keine Geduld. Ich hab gesucht, ey, bestimmt 3 Stunden. Egal. Ich finde nicht, was da funktioniert und mir sagt, geil, neues Update. Ist ja auch egal. So. TH. Ja. Bist du ready? Ja. Bin, also ne? Also. So. BT-7, ein kleiner Fixpanzer. Nach was für ein Prinzip? Wie hieß das? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Jetzt hol ich mal wieder klugscheißen. Hier, schnell. Kannst du Ketten runternehmen, bist du schnell. Zack. Dafür ist er halt nie schwer gepanzert. Kannst du Ketten runternehmen, bist du schnell. Deswegen gummibereifte Räder. Ach, ja. Die grüne Neune. Hab ich schon was anderes erforscht? Nee, mit dem hab ich noch nicht. Weiter anderes erforscht. Okay, Tier, ich muss sagen, gehen wir mal in die Schlacht, oder? Oben, unten, in Mitte? Rechts. Rechts, alles klar. Ich lehne ab. So, wo bist du, mein Dicker? Da. Den T-35. Na, du dickes Moppelchen. Na, du dickes Moppelchen. Na, du dickes Moppelchen. Ich wünsche mir. Na, du dickes Moppelchen. Was? Ich wünsche mir eine Hupe. Ne. So, geh mir, wir machen jetzt hier runter, ne? Also ich gehe. Ah, die sind schon alter, die sind auch schon. Ich spreche mal mit vor hier, weil ich ein bisschen fix bin noch unterwegs hier. Oh, hier knallt schon, Digga. Es knallt schon mächtig, gemäftig und gebäftig. Rechts. Oh, da hat es Verkehr. Ja, drei. Oder hast du es gesehen? Bei T. Wo krieg ich den Duschen wieder rum? Alter, wird aber ganz schön. Alter. Russische Panzerroll. Oh Gott, da war's das. Ach, scheiße. Schattenfass.
Haben unten erwischt, der müsste stehen, Getriebe ist im Arsch. Haben verfehlt. Schön wieder verfehlt, das gibt's doch nicht. Ich bin schon der zweite, weil ich halt auch nicht gut geschossen. Aber von rechts ist immer. Ist der vorne weg? Aha, Jungs. Ah, oh, schieß mal vorbei. Treff den Typen nicht. Von vorne kommt auch noch einer. Drei Mann hier vorne. Au, ich hab mich halt erwischt. Ich glaube von der Seite, links, ne? Von links so. Ja, von links. Ich hab's gerade gesehen. Ich glaube, ich hab vorhin CMG gesehen, aber ich dachte, scheiße. Ah, ne, von vorne. Alter, ich bin dünn. Ich komme mit meinem, oh Gott, mit meinem T26 schon daher. Halte durch, mein Freund. Nö. Nö? Mit fünf Leute gleichzeitig auf mich schießen. Ja, ich komme ja schon hinterher. Wo bist du, Digga? Ja, scheinbar nicht. Du wärst ja da. Ja, ich bin ja schon im Weg. Ich habe bloß jetzt einen T26 mit 170 PS. Das ist nicht viel. Oder 120, weiß nicht, wie viel hat der? Der hat nicht viel. Ja, das sowieso, da sind wir uns einig. Ja, nehmen wir Vorbereitungszeit hier. Alles gut, mein Digga. Hast du schon wieder zu viel Abgas in deinem Panzer geschnüffelt? Ach, da bist du ja. Ja, deswegen warst du hier mit Möpfen und so. Mama! Den Mops Ellie hat er ja. Mama! Mensch, mit meinem kleinen T26 komme ich hinterher hier. Augen auf den ausgewiesenen Sektor! Bis eh eine Kugel trifft. Ja, ja, die sind dünn. Und wo kamen die? Ach da. Ah, ich bin nur schon durch. Wer hat denn das gemacht? Hab ich doch gesagt. Das gibt's doch nie. Das gibt's doch nicht. Das ist doch... Alter. Das geschieht, das kann nicht sein. Ja, das geschieht definitiv. Völlig gut. Das kann nicht sein. Ach, mein BT5 habe ich nur Reserve. Ja, aber nur ein BT5, Mensch, ich kann es vergessen. Ja, ich bin zu schuld. Bitte? Nope. BT Rimini. Da hab ich doch tatsächlich vergessen, Bomben einzupacken. Was, mein Flugzeug? Erst mal wieder welche einladen, oder was? Ja, muss ich machen. Ach, die jetzt. Nee, flieg zurück, steig aus. Du die Konfiguration ändern, nimm mal welche 6 Bomben mit. Das wäre eine Methode, ne? Ich hab vergessen, Bomben einzupacken. Mein Gott, das kann ja mal vorkommen. Ja, kennst du, ne? Weißt du, da tust du dein Mechaniker uns schon sagen, pack ein. Nimm 2 mehr mit. Ja, ja. Ah, die vergessen wir immer. Die machen nur das Nötigste. Ich weiß schon wieder, wie das gelaufen ist. Weißt du, naja, bevor wir das Zeug einpacken, können wir wenigstens noch fix Wodka trinken. Ja. Oder 2 oder 3. Und daraus wurden dann wieder 15. Ja, und da haben sie wieder selbst vergessen. So schnell kann es gehen. Ja, okay, wieder mit den alten Kriegsgeschichten. Ja.
dann hat er wahrscheinlich ja Olga noch angefangen zu singen und schon war wieder alles vorbei. Ja. Alter, ihr knallt. Da wäre mit dem BB eben so gefallen. Wo kommt denn der? Oh nein, wo, was, wo? Ah, fuck. Ah, es sind zu viele. Scheiße. Von hinten? Von jetzt hinten? Das ist immer noch der. Ja, der Drecksack, der hängt dort fest. Alter, mit Aim-Schuss. Ah, bin ich raus. Scheiße. Ja. Jetzt war ich zu schlampig. Jetzt bin ich hier ausgestiegen, ja? Und könnte ja nicht nochmal Flugzeug wechseln. No. Nee, echt jetzt nicht? Nö. Wahrscheinlich funktioniert das bei Ground Forces nicht. Okay. Das war jetzt ja. Zum Hangar und Neustart. Ja, bist du ready? Ich bin eigentlich. Also, überhaupt ja, sowieso. Bin ich, ne? Total. Schon lieber mit grün. Jetzt. Oh, jetzt war ich selber doof. Warum bin ich nicht ganz hintergefahren? Ich habe auf den anderen vertraut. Scheiße. Oh. Weil du wieder Stress machst und ins Bett willst. Weißt du, dachte ich, mach mal schnell die Schlacht zu Ende. Ich? Alles deine Schuld. Ich mach Stress? Ich mach Stress? Ja, das ist gesagt. Nicht so spät. Also bin ich derjenige, der hier mitten in der Nacht noch irgendwie auf, mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, die Age. So, nehmen wir jetzt wegen das Gleiche. Ich nehme einen T26. Ein T26? Wir starten auf C. Wollen wir, soll ich auch T26 nehmen? Dann machen wir zusammen. Wir starten auf C. Alles klar, schon los. Dann rutschen wir langsam vor. Ich verwende natürlich. Was machen denn die da schon wieder? Siehst du schon was? Nee. Ja, das ist aber normal, weil es will ja keiner. Es will ja keiner zu safe fahren dort. Die wollen ja einfach hier oben auf die Startposition fahren. Ja, das ist so. Wir hätten einen BT nehmen müssen für ein schnelles Pushen. Ja gut, komm, wir rücken erstmal vor, da wissen wir, wer hier ist. War schon was? Das vorne ist am Capture noch, das ist nur ein Airflug-Cap. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Ja, sie. Abbe. Versuche jetzt zu flanken, falls ihr noch runterkommt. Läuft bei dir was? Ja, ich raus. Also rechts von euch.
Ja, jetzt sind wir hier gekommen in die Stadt. Hab noch einen. Alter, jetzt läuft der bei dir. Ich cap derweil. Oh. Hab ich gecapt, sehr gut. So, wo steckst du? Da steckst du. Ich sehe nichts, da muss einer sein. Bist du noch da, ja? Ja, ich bin hier. Ich bin so auf einer mittleren Tufe. Da wurde was gesichtet angeblich? Ja, ich sehe es, beziehungsweise ich sehe es nie. Ich hänge nur am Cap unten fest, aber ich will so nie raus, weil ich eine gute Deckung habe. Da bin ich bestimmt gleich wieder Matsche, weißt du? Ich würde da jetzt wieder nach oben gekriegt. Irgendwo dort oben soll einer sein, aber ich sehe nichts. Ja, jetzt bin ich weg. Hinter mir war noch einer. Also, ich war im Prinzip eingekesselt zwischen Gegner. Von unten und von oben. Okay, dann bin ich hier eingekesselt quasi. Ich sehe aber nichts. Ja, ich guck mal, ob ich dir vielleicht was aufklären kann mit dem Bomben. Okay, jetzt rücken wieder welche von uns vor, sehr gut. Ich werde sehen, ob ich ein bisschen. Jäger drüber, Jäger drüber. Da ist ein Panzergefecht, das ist fies. Verpiss dich, Junge. Ah, jetzt hat er mich aber scheiße, jetzt bin ich raus. Oh, mit einem Panzer 2, wie schnell kann denn der mich. Alter. Panzer 2 einfach durch. So gut, Dine. Das ist auch gut, Dine. Zielklauer. Da brauchst du nicht wundern, da brauchst du nicht richtig mal zielen, dann macht einfach eine. Eine Salve ab, warte mal, jetzt muss ich mal fliegen hier. Achso. Ja, aber C, im Moment haben wir C noch. So, wo wurden die jetzt? Mit C. Deswegen sitzt er so hoch, Alter. Wohl. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. So, da fährst du, wo denn der? Hier dahinter war der irgendwo. Guck mal, ob ich den T26 erstmal ein bisschen unterstützen kann.
Ah, nicht erwischt. Da feuert was. Ah, da. Scheiße. Zu spät gesehen. Oh, Baum! Okay. Kennst du das, wenn Bäume im Weg sind? Oh, immer gut. Ist jetzt nicht so das Idealste. Was für mein BT7 reicht's nicht? Och, nö. Toll, ich bin mit BT5 ins Gefecht. Aber oh ne! Doch, haben gewonnen. Stell dir vor. War schon zu Ende. Ich habe aber noch keinen abgeschossen und nichts, ey. Ich habe bloß gecapped. Ah. Platz 12, ey. Das ist wohl Scheißrunde, ey. Ja, Platz 4, genau. Naja, du hast ja am Anfang gut verteidigt, während ich gecapped habe. Held! Denhaft. Ja, ich hab gecapped, okay, fertig. In den Kampf gestellt. Ich hab gecapped, Mann. Was hab ich jetzt gemacht? Ja, heldenhaft hast du gecapped. Ja, so, fertig. Komm, noch eine Runde. Sind bei 20 Minuten. Hast du rumgestanden an der Stelle, wo es... Ja, zum Cappen, Mann. Heldenhafte Capperei. Bereit, jetzt drücken wir jetzt und drück. Warte. Ach nee, ach, okay, komm, fertig. Ofen. Ja. Ja, komm. Jetzt mal ein bisschen besser. Was denn jetzt schon wieder? Alles reparieren, komm. Mann, jetzt will ich mal ein paar abschießen. Das geht doch nicht heute. Das ist doch russisch. Wodka ist das heute. Ja, klar, das ist russisch. Du wolltest russisch machen. Ja. Und vielleicht bin ich die leichten Dinger noch nie gewöhnt. Ich weiß auch nicht. Du hast ja wieder Premium, weißt du? Das ist ja klar, dass du wieder hier, weißt du? Stalinium-Dings auf uns, das war dein BT26 war Premium. Ich hab kein Premium. Also der BT26 war Premium. Und dein Mops-Dings ist auch Premium. Das ist ein Premium-Fahrzeug, das hat auch nicht mit Premium-Account zu tun. Das so, Premium-Account ist ja egal eigentlich. Bringe bloß mehr Punkte. Zu A. Na gut, fahren wir zu A. Nehme ich einen T26 und fahr zu A. Aber ich war langsam, aber egal. Jetzt kannst du ein BT7 oder irgendwas nehmen. So, was hast du gesagt zu A? Von links, oder? Ja. Nee, das muss anders starten hier, komm. Wer ist ein Cap-Punkt und diesen Ehrenpunkt? Cap-Punkte sind immer gut. Aber brauchen wir ja nicht cappen, aber wir müssen verteidigen. So, wo schmeißen wir uns dann hin? Ich würde vorschlagen, weiter Richtung Mitte hochzufahren. Auf den Turm? Ja, in den Turm etwa. Jetzt gucken wir, eventuell ein bisschen Deckung hat. Wo bist denn du? Ja, noch bin ich so am Weg. Mit der Kollerrolle. Kleines Stückchen hinter dir. Ja, scheiße, ich häng fest. Der Pipa-Bubble-Mann.
fährt im Kreis herum. Bidibum. Ich habe hier aber beschissen Deckung, ehrlich gesagt. Das ist mir ziemlich riskant. Okay. Ist doch gut, wenn du den gedeckten Scheißpunkt hast. Hinter mir steht natürlich was. Hinter mir? Wo ist denn die Rechtsführungstruppe? Die müssten das da eigentlich abdecken. Oh, ich kann mich nicht drehen. Ich hänge fest. Hinter dir? Wo denn hinter dir? Hinter mir ist da, wo Beamten vor dir ist. Ja, das ist mir schon klar. Ungefähr in der Richtung. Scheinbar nicht. Direkt hinter dir oder Richtung Felsen hinter dir? Nee, jetzt nicht mehr hinter mir. Da ich ja jetzt zwischendurch schon mal gestorben war. Ja, ich sehe bloß, wo du bist ungefähr. Ach, der ist tot? Ist klar. Ja, ich bin, wo ich bin, ne? Was? Nicht so zerstört? Das gibt's ja nicht. Alter, fick die Hölle. Ich komm da nicht durch. Ich komm da nicht durch die Front durch. Das war ein T-35. 35T, ah, so. Du steckst, du bist schon vorgefahren. Pass auf, vor mir ist direkt einer. Ich bin jetzt hier in der Mitte zwischen welchen. Du fährst da außen rum, alles klar. Nein, nicht außen rum. Okay, das Ding haben wir hier halten. Ich fahre mal hier hoch. Ich habe einen besseren Überblick. Es ist wieder hier, was ich gegen gelesen. Du schnagelst vor? Oh, ich bin nicht sicher. Na klar, ich hänge wieder am Felsen. Alter, das knallt heute. Ja, kannst du ja. Ja, ich bin hier.
Blitz mal schnell auf die andere Seite rüber. Oh, egal. Von wo? Vorne, außer Fahrt. Weil ich wieder keine neuen nicht runterkam. Kommt der zu uns, oder? Ja, ja, der kommt. Ja, ich bin durch. Echt? Ja. Ah. Alter. So flink wie das Getriebe war, so lahm war das im Lenken. Komm schon. Ich sehe nicht. Da ist ein. Eine ist unsere. Okay. Kommt aber wohl nicht gerade. Ich sehe verdammt immer nichts. Na, knallt's auch in hier? Ich sehe nichts. Tummeln sich schon genug von uns im Cap B. Oh, vielleicht zu viel des Guten. Da kommt was. Okay, verteidigt. Fuck, jetzt kommen wir von der anderen Seite, oder was? Alles klar bei dir, Tietz? Ist ein Baum gefallen? Ja, hatte das nicht. Nein, nicht. Was ist der Deckung? Wir werden sterben, wir werden alle sterben. Wir machen doch nicht so eine Drama hier. Mission erfolgreich. Oh, jetzt bin ich wieder Platz 14. Oh, jetzt habe ich aber. Ihr habt den Engineer hingekillt. So, leck mich da am Arsch. Was ist denn das heute, ey? Ah. Alter, Walter. Naja, war mal eine schnelle russische Panzerrunde.
Ne, TH? Joa, ne? Mit den Russischen hab's wahrscheinlich schon nicht so. Egal. Üben, Pup, üben. Na gut, dann sind wir dabei. Wann erstmal hier wieder forschen, kaufen, forschen, kaufen, forschen. Forschen, kaufen. Forschen. Dabei wäre ich doch sogar am Rote Weltblechbombe geflogen. Bitte? Ja, und dabei wäre ich doch so gerne mal eine Runde Wellblechbombe geflogen. Du meinst jetzt im Panzergefecht, oder? Ja, Wellblechbombe im Panzergefecht. Hm. Ja, das wäre bestimmt ganz cool gekommen. Hast du dein TB3 oder was? Die TB3 hatte ich mit drin, nur die Surpass 1.3. Das ist ja geil, du brauchst halt bestimmt einen Haufen Punkte, dass du Bomber dort fliegen kannst, ne? Nö, brauchst du nicht viel mehr als für die BB-1. Ja? Das ist ja geil, du Sack. Das Ding hätte ich auch gerne. So Flächenbombe an dem Mond, bum 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 bum. Wisst ihr, wie viele Jahre das her ist, dass es die TB3 gab? Ja, das ist schade. In dem Event, das ist schon ewig. Das ist auch so ein IL-2 Stormovic-Klassiker, das Teil, ne? Genau, und das ist im Prinzip, ach, das ist ja schon, also, ach, Das ist ja, hast du ja noch nicht, also, da ist ja noch nicht, also, das ist ja... Da wusstest du ja noch nicht von Warfarmer, geschweige denn, hast du schon mal was gehört? Oder? Ja. Krasumat. Naja, Void, ne, bitte, ja. Egal, mal in die russische Panzer reingelugt. Wir sind authentisch, wir nehmen auch Kackrunden, zumindest bei mir. Und bei mir, das gibt's ja bei mir nicht. Das ist, ja. Ach komm, du hast dich auch schon aufgeregt, hm? Mein Freund. Aber das so gibt's dann nie, ne? Nee, dann ist er, der ist nämlich, der Tier ist nämlich so, ne? Wenn er gut ist, das schmiert dann allen auf die Bämme. Aber wenn er scheiße ist, dann ist er immer ganz ruhig. Weißt du? Das sagt er nicht. Das sagt er nicht, der Junge, weißt du? Damit es nie auffällt, weißt du? So macht das den Eindruck, der hat nur gute Runden, der TH. Außerdem sind wir ja ein Team. Ne? Was heißt hier, ich habe nur gute Runden? Ich sag mal so, von den, ich sag mal, aktuell nicht viel, aber sag ich jetzt mal 50 Runden, die ich im Monat spiele. Vielleicht mal zwei gut, weißt du? Ja. Naja, Hauptsache macht es ein bisschen Spaß. Gell? Manchmal läuft es ja gut, aber das ist halt, ne? Wenn du manchmal zu hebelig bist, das ist bei den Panzern, gerade bei den dünnen Panzern, wenn du da nicht aufpasst, zack, bist du durch. Ne? Da bist du Matsche. Ja. Und wie gesehen, bei den Scheiß, die tschechischen waren ja relativ von vorne gut gepanzert, da komme ich nie durch. Ich hatte aber bloß eine relativ panzerbrechende Munition, keine sehr gute panzerbrechende. Aber bei mir dafür mein dünnes Panzerli. Nur jetzt durchkommen. Also der Panzer 35 war auch nicht so gut gepanzert. Du warst ein und 38er, vielleicht warst du schon ein 38er. Das hab ich jetzt. Ich hab bloß. Panzer 35 und Panzer 38 waren alle beide nicht allzu gut gepanzert. Und diese 20K oder was das war, also 4,5 cm 20K müsste das sein, die hat schon 70 mm Durchschlag. Also du musst ruhig. Da hatte ich vielleicht, warte mal, was war denn das? Du bist BT7 gefahren und du bist T26 gefahren. Ich hatte noch einen BT5, vielleicht bin ich auch BT5? Ja, die haben alle die gleiche Kanone. Die haben dieselbe, ne? Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, zumindest Kaliberlänge, ob die Durchmesser, ja, ob die Kaliberlänge ist. Alles, wir haben alle diese 20K. Das war die Standardkanone für eigentlich alle leichten Panzer, die wir hatten. Ja, ja. Außer für den T60, da gab es halt auch eine MG-Version, oder 20mm oder 23mm, was da drauf hatte. Na gut, der war aber eine ganze Weile weit weg, ne? Also hier hast du es bei 1 Kilometer 50 Durchschlag. Lass das Ding mal, weil der am Berghang war, ein bisschen angewinkelt sein. Da hatte ich wahrscheinlich gerade so Pech. Ne? Da hatte ich wahrscheinlich gerade so Pech. So, muss man so. Ach. Weil nämlich, warte mal, lass mal gucken, ich habe da irgendwie noch so einen tschechischen Baum. Weil nämlich, ich bin nämlich gar nicht schlecht, nur der war nicht gut. Also der genau, ich bin eigentlich voll der Pro-Spieler, Mann. Genau. Genau, die hat 50 cm Panzerschutz vorne. Ja, der muss ja hat so ein Pech, ey. Das gibt's doch nie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der bestimmt geschieht. Der hat geschieht, hat der. Ganz toll. Ne? Außerdem siehst du den grün.
Der hat sich bestimmt 200 mm mehr drauf gestoßen. Also ja, genau, der hat sich nur ein paar Platten drauf geschwäst, weißt du? So, genau, aber ohne Gewicht. Die Helme davor gestapelt und leere Munitionshülsen. Genau, und sowas, genau, die Helme innen drin so und zack und alles, ne? Festgetackert mit dem Stalinium-Tacker. Und mit U natürlich. Und mit dem guten U, ne, kein Wunder, die Kugel ist verklebt einfach, weißt du? Der gute U. Der gute U. Damals, die Tschechen haben es erfunden damals, gell? So wird es gewesen sein. So wird es gewesen sein. Den U haben sie bei den Tschechen gefunden, genau. Genau. Ne, habt ihr wieder was gelernt? Damit sagt der Michael Kuba, ciao. Jetzt erwartet er. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann am Glöckchen klingeln. Und ansonsten, TH? Ja, der dort.